Ein kleines Resümee zu meiner letzten Kampf. Vorbereitung hat diesmal waren es 6 Wochen Vorbereitung von meinem letzten Kampf weg. Ich habe diesmal die Diät auf 100% durchgezogen. Das heißt, es gab kein Cola Zero, kein Kuchen, kein Eis. Nichts, was nicht auf dem Diätplan steht. Und das war für mich ein großer Unterschied nach dem Training. Ich habe Leistung im Training war sehr gut und konnte mit das Beste aus mir rausholen. Dann 10 Tage vor meinem Kampf ist der Richard gekommen und habe mich bei meiner finalen Phase sehr gut unterstützt. Wir haben noch sehr viele Schnellkraftsachen gemacht, Schnellkraftausdauer, Schwimmen waren wir doch noch gemeinsam. Und dann haben wir 6-7 Tage vom Kampf angefangen mit dem Weightcut und mit der Diät. Das war sehr, sehr cool, weil der Richard einfach ins Restaurant gegangen ist und das bestellt hat, was ich essen soll und was ich dann gegessen habe. Ich habe mich um nichts mehr kümmern müssen. Ja, täglich haben wir das Gewicht gecheckt beim 7-Eleven, weil die Waage im Gym nicht so korrekt war. Und ja, es hat echt gut funktioniert und ich war dann auch sehr froh, dass der Richard gekommen ist, um mich zu unterstützen, weil wir sind dann, ich bin 4 Tage vor meinem Kampf auf Pattaya geschickt worden und da hätte ich dann in einem Gruppenzimmer schlafen müssen mit 5 anderen. Das hat mir nicht so taugt und wir haben uns dann ein Hotel gesucht und das dann gemeinsam durchgezogen. Das wäre echt blöd gewesen, wenn ich da allein gewesen wäre, denke ich, in den letzten 3 Tagen vor so einem wichtigen Kampf mit Weightcut und alles selber organisieren, das Hotel, und wir sind da echt viel immer dummkatscht. Das war Sache am Anfang, mein Trainer ist am Tag vom Weigh-In ist gekommen, also da haben wir ihn dann dort beim Weigh-In das erste Mal getroffen. Das habe ich nicht so leiwand gefunden, aber so ist das halt. Und ja, der Weigh-In hat super gepasst, also wir haben 300 Gramm schwitzen müssen, 20 Minuten vom Weigh-In. Da habe ich ein bisschen Schatten geboxt, ein paar plyometrische Aktivierungsübungen haben wir gemacht und das war ganz easy. Also ich habe noch nicht so einen leichten Wake-up gehabt. Ich bin von 70 Kilo auf 65 in 10 Tagen runter. Ich habe jeden Tag viel getrunken, jeden Tag 3 Mahlzeiten. Wir haben halt 6 Tage vorher Salz und Kohlenhydrate weggelassen. Das hat mich nicht so viel gestört, weil ich ja eh schon 6 Wochen lang auf alles, also 6 Wochen, ich verzichte seit September auf Zucker. Also 20% in der Ernährung. Also in der Woche ist mir gestartet, dass ich esse, was ich will. Ich schaue, dass ich das so niedrig halte wie möglich. Und ich habe diesmal gemerkt, ich habe auch mit Richard viel darüber geredet, dadurch, dass ich jetzt dass ich sehr nicht oft an Zucker esse, habe ich überhaupt kein Problem damit, das dann komplett wegzulassen. Ich habe schon 6 Wochen vorher weggelassen und bei mir war es dann nur noch ein Reis wegzulassen und das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich habe super Energie gehabt, ich habe super Trainings gehabt in den letzten Tagen, obwohl ich weniger gegessen habe. Habe ein super Gewicht gut erreicht. Und dann kommen wir jetzt mal zum Wiederaufladen. Das war am Anfang ganz gut, also hat super funktioniert. Ich habe am nächsten Tag 2,5 Kilo mehr gehabt in der Früh. Und haben mir aber dann beim Frühstück habe ich irgendwas Schlechtes gegessen und habe dann angefangen. Ich glaube, wieder Lebensmittelvergiftung bekommen. Habe dann sehr viel Wasser verloren dadurch. Und da ist mir auch den ganzen Kampftag nicht wirklich leimend gegangen. Aber das Coole daran war, ist, dass ich trotzdem den Fokus behalten habe. Ich habe mich davon nicht abbringen lassen. Ich habe das als Teil meines Triumphs gesehen. Ich hab mir gedacht, das muss so sein, damit ich weiterkomme. Das ist halt ein Grund, warum ich jetzt diese Lebensmittelvergiftung hatte. Und das hatte auch einen Grund, ja, dass alles einen Grund hat. Das habe ich bei meinen Mental-Coaching-Sessions mit dem Thomas Janicek
gelernt und das hat mir sehr viel gebracht für den Kampf, das habe ich mir auch geschrieben danach. Zwar, warum ich glaube, dass die Lebensmittelvergiftung gut für mich war, ist, dass ich bin ein sehr passiver Kämpfer eigentlich. Und ich habe gestern im Max-Modell gekämpft und du wirst verwarnt, wenn du zurückgehst, wenn du einen Schritt zurückgehst, wirst du verwarnt, wenn du nicht aktiv bist. Und beim zweiten Mal wird der Kampf abgebrochen und du wirst des Stadions verwiesen, ist mir gesagt worden. 5 Minuten vor meinem Kampf. Und dadurch, dass ich eben die Lebensmittelvergiftung hatte und ich habe in der Früh 67,5, 68 Kilo und dann vor dem Kampf hatte ich 66,5. Also ich habe da schon relativ viel wieder verloren an Wasser und habe mich nicht gut gefühlt, also ich war ein bisschen so schlapp und das hat mir sehr viel Substanz weggenommen und für mich war klar, ich werde versuchen den Kampf sehr schnell zu beenden und habe dann versucht von der ersten Runde gleich wieder einen K.O. zu starten, viel zum Körper zu kicken, zum Körper zu schlagen, tippen und dann harte Ellbogen und harte Haken zum Kopf sowie gesprungene Knie habe ich leider nicht gut getroffen, ich habe es aus der Southpaw zum Southpaw-Stand gemacht und dadurch, weil da eher orthodox war, war das falsche Knie. Ich hätte mich umstellen sollen und ich hätte mit dem linken Knie treffen, dann wäre ich genau in die Mitte reinkommen zum Kinn und das wäre besser gewesen. Aber ja, warum die Lebensmittelvergiftung für den Kampf wichtig war, ist, sie hat mich gezwungen, aggressiv zu kämpfen und nach vorne zu gehen und nicht passiv zu werden. Das hat den Promotern hat das sehr gut gefallen. Ich habe 2000 Baht K.O.-Bonus bekommen, leider keinen Kampfbonus, weil der Kampf trotzdem für Max-Modell zu inaktiv war. Abschließend möchte ich mich noch bei meiner Freundin bedanken für die ganze Unterstützung und dass du trotzdem noch zu mir stehst, obwohl ich immer abhaue von Österreich. Und natürlich allen, die den Vlog schauen und häufig einschalten. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei meiner Familie bedanken, die mich immer unterstützt, und bei meinen Freunden, die mir jeden Tag schreiben, ob es mir gut geht und nach den Kämpfen, die sich das in Österreich dann Livestream geben und immer live dabei sind. Das ist echt geil. Ihr seid die Besten. Danke.